Der große Macher kehrt zurück. Uli Hoeneß wird ab Januar wieder ein Teil des FC Bayern München sein. Das bestätigte Bayern-Präsident Karl Hopfner. Doch Hoeneß wird eine neue Aufgabe zuteil. Es war sein eigener Wunsch, im Nachwuchsbereich zu arbeiten. Das heißt, er wird einen Anstellungsvertrag mit der FC Bayern München AG unterzeichnen. Wir hoffen, dass er im Januar, an welchem Tag auch immer, anfangen kann. Es ist für ihn eine unwahrscheinliche Erlösung, wenn er wieder in einen anderen Rhythmus kommt und unter uns sein kann. Wie es sich genau abwickelt und mit welchen Schwerpunkten er eingesetzt wird, muss mit ihm besprochen werden. Der ehemalige Vereinspräsident verbüßt seit Juni 2014 eine 3,5-jährige Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung. Doch bereits im Januar wird Hoeneß vermutlich Freigänger. Das bedeutet, er befindet sich tagsüber auf freiem Fuß und muss nur über Nacht ins Gefängnis. Voraussetzung dafür der feste Arbeitsplatz. Der Rückkehr der Ikone steht also nichts mehr im Weg.